Heute schauen wir uns das Geotop Unica-Bruch an, einen ehemaligen Steinbruch, und tauchen in ein fossiles Riff. Unica. Das ist aber ein besonderer Name für einen Steinbruch. Die heißen doch normalerweise Fuchsloch, Wildscheider Berg, Majenalei. Googelt man Unica, findet man erstmal einen slowenischen Fluss, eine Pizzeria in Förde und einen libanesischen Schokoriegel. Ein bisschen anders geschrieben ist Unica dann auch noch eine Versicherungsfirma und das Akronym für die Union der deutschen Kartoffelwirtschaft. Na bitte. Natürlich kann man auch in Unica schreiben, als Schriftart am PC. Aber warum denn jetzt der Steinbruch? Um das herauszufinden, sind wir nach Villmar an die Lahn in Hessen gefahren und haben uns einen Experten für Steine gesucht. Im Museum, direkt neben dem Unica-Geotop, treffen wir Herrn Feuerstein vom Stiftungsvorstand Lahn-Marmor-Museum. Also, Herr Feuerstein, warum Unica? Das war zunächst ein reiner Handelsname, also Marketing. Die marmorverarbeitenden Betriebe begannen so ab Ende des 19. Jahrhunderts ihren Steinen der verschiedenen Farbigkeiten und Texturen Handelsnamen zu geben. Wohlklingendem Namen, ein bisschen exotisch, Unica bedeutet einzigartig. Ja, und das ist er auch von seiner Farbe. Dieses Tiefrot gibt es eigentlich in der Form und der Struktur nur einmal. Es gibt ein Famosa Stein oder Estrelante, das klingt schon fast italienisch. Das waren Marketingnamen, die sich auch offensichtlich bis nach Übersee gut verkauft haben. Diese Varietäten des sogenannten Lahnmarmors sehen poliert nämlich so schick aus, dass sie in der Eingangshalle des Empire State Buildings in New York verbaut sind. Die rötlichen Steine des Unica-Bruchs finden sich vor allem in Deutschland. Sie wurden zum Beispiel für den Bau der berühmten Kaisertreppe im Berliner Dom genutzt. Regional sind die polierten Steine in sehr vielen Gebäuden zu finden. Die erste urkundliche Erwähnung des Lahn-Marmor-Abbaus stammt aus dem Jahr 1594. Später gab es in der Region 60 Steinbrüche, in denen ganz unterschiedlich aussehende Kalksteine abgebaut wurden. In den 60er Jahren änderten sich die Ansprüche der Kundschaft, außerdem wuchs der Konkurrenzdruck durch internationale Billigimporte. Die Abbautätigkeiten hier an der Lahn endeten bald darauf. Und obwohl der Lahnmarmor als Werkstein weltberühmt wurde, verkamen die Brüche und wurden zum Teil sogar als Müllkippe genutzt. Bei geologischen Exkursionen in der Umgebung wollte eine internationale Gruppe unbedingt den berühmten Lahnmarmor sehen. Hier war auch ein australischer Geologe bei, der dann die Besonderheit des fossilen Riffs erkannte. Der Phil Playford, der war aus dem Häuschen. Der konnte sich gar nicht drüber beruhigen, über das, was er dort sah. Denn das gibt es in dieser Form weltweit noch, soweit wir wissen, an zwei weiteren Stellen in Australien und in Kanada. Und weil das so besonders ist, hat man dann aus dem Unica-Bruch ein Geotop gemacht, eingebettet in den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Dafür wurde eine noch stehende Abbauwand des alten Steinbruchs poliert. Hier zeigt sich dem Besucher nun ein fossiles Riff in Lebensstellung, in situ sagt man dazu, und lässt ihn eintauchen in die marine Lebewelt vor 380 Millionen Jahren. Damals lag diese Region noch nahe des Äquators und war von einem flachen tropischen Meer bedeckt. Es herrschten ideale Bedingungen für ein artenreiches Riff. So ein Riff hat unterschiedliche Zonen. Direkt zum offenen Meer hin, im Vorriff, ist die Wellenenergie sehr hoch. Hier leben Tiere mit robuster Schale. Im Unica-Bruch blickt man in den mittleren Teil eines Riffs, das Hauptriff. Da ist es schon etwas geschützter. Und so ungefähr kann man sich das Leben dort vorstellen. Riffbildner waren Stromatoporen, heute ausgestorbene, schwammähnliche Lebewesen. Außerdem gab es feingliedrige Seelilien, Schnecken, Brachiopoden und Korallen. All diese Lebewesen versteinerten und können heute an der polierten Wand als Fossilien wiederentdeckt werden. Was man hier besonders schön sieht, sind diese Stromatoporen, schwammähnliche Organismen, die hier in situ in diesem Riff drin sind. Man sieht Seelilien hier als einzelne Fossilien. Und vieles mehr. Das sind Lösungserscheinungen im Kalkstein. Die Stylolithen, das sind natürlich keine Fossilien, sondern das sind so Residualsedimente, die sich dadurch Drucklösung bilden. Die Farbe des Gesteins im Unica-Geotop wurde beeinflusst durch marine vulkanische Aktivitäten zur Zeit der Riffbildung.
Dort austretende Eisenpartikel wurden mit eingelagert und gaben dem Gestein seine markante rötliche Farbe. Man sieht vom Weiten so einen geschichteten Aufbau und das ist auch noch eine Besonderheit, dass das im Prinzip in situ ist und auch gar nicht verstellt wurde. Das heißt, die Schichten, die hier drin liegen, dieser Riffschutt, der ist noch mehr oder weniger so, wie er vor 380 Millionen Jahren abgelagert wurde. Natürlich wurde das danach noch ein bisschen überprägt. Man sieht hier verschiedene Strukturen, wie zum Beispiel diese Kluftfüllung hier, die ist aber relativ zeitnah nach Ablagerung der Sedimente entstanden. Und dann noch jüngere Klüfte, das sind diese weißen, die hier so diagonal durchgehen, die etwas dünner sind. Die Entstehungsgeschichte und die weitere Nutzung des Unica-Gesteins werden im Lahn-Marmor-Museum in einer tollen Ausstellung gezeigt. Herzlich willkommen im Lahn-Marmor-Museum Villbar. In diesem Jahr feiert der Verein Lahn-Marmor-Museum sein 25-jähriges Bestehen. Und dazu haben wir uns gedacht, machen wir eine Sonderausstellung, die sich ausschließlich diesem Naturdenkmal und Geotop widmet. Es hat drei Aspekte. Die Erdgeschichte, wie ist das entstanden aus Feuer und Wasser? Dann Menschen und Handwerk, was hat man aus diesem Stein in den letzten paar hundert Jahren gemacht? Und das dritte Kapitel ist dann die Wiederentdeckung des inzwischen aufgelassenen Steinbruchs, den die Natur sich zurückgeholt hat. Und dann die Geologen den unglaublichen, einzigartigen Unica-Wert dieses Geotops erkannt haben. Und der Verein hat sehr kräftig mitgeholfen, das der Öffentlichkeit zu erschließen. Diesen Aufschluss gibt es nun für das 30 Geotope hoch 3 Projekt auch in 3D. Herr Feuerstein, hier ist das 3D-Modell. Tatsächlich, auf dem Handy. Ist natürlich ein bisschen klein, man kann das sonst auf dem Rechner auch machen. Einfach mal selber probieren. Man kann hier so navigieren, man kann da navigieren, man kann reinzoomen. Man kann von oben gucken, man kann es drehen. Das ist sehr intuitiv, muss ich sagen. Also sehr schön. Um das 3D-Modell zu erstellen, haben wir den Aufschluss mit einer Drohne aufgenommen und die Einzelbilder mit Agisoft Metashape zusammengefügt. Und die Mädels nahmen das natürlich wieder sehr genau. So, was macht ihr gerade? GPS-Aufnahme. Für die Punkte. Damit das 3D-Modell richtig im Raum ist. Voll gut. Übrigens, geologisch gesehen ist der berühmte Lahn-Marmor gar kein Marmor. Dafür hätte das Gestein höheren Drücken und Temperaturen ausgesetzt sein müssen. Nämlich so, dass es zur Umkristallisation von Mineralen kommt. Die Fossilien würde man dann kaum oder gar nicht mehr erkennen können. Für den Steinmetz ist das anders. Wenn ein Kalkstein polierbar ist und dass er schön glänzt und ein bisschen marmoriert ist von der Struktur, dann ist das für den ein Marmor und so wird er auch gehandelt. Mindestens so schön und vielleicht sogar bedeutsamer als viele echte Marmore sind der Lahn-Marmor und das Unica-Geotop jedenfalls allemal. Und dann kamen die Geologen. Das war gut oder schlecht? Das war sehr gut. Das ist eine ganz tolle Wand. Das ist wirklich fantastisch. So, jetzt habe ich so viel geredet. Ich muss mal dringend was trinken. Heute gibt es Unica, der neue Szene-Drink aus Filma, gemacht aus dem Marmor. Ah, fruchtig rot. Schmeckt ein bisschen am Marmor. Also die DGGV feiert ihr 175-jähriges Bestehen. Wir feiern gerne mit, denn der Lahn-Marmor-Verein wird 25. Das ist auch schön. Das macht zusammen 200. Genau. Ich glaube, der Uwe, der hier wohnt, der trinkt nur das. Ja, wie heißt er denn? Nika.